Thank you.
Siegesdorf waren Derbeke, haben sie in dem ganzen, wenn zählen wir ganze Spiel, verdient gewonnen. Wir haben auch in der ersten und zweiten Drittel ziemlich Probleme, ihr war es ein bisschen schneller, spritziger. Und da muss ich schon sagen, nach dem ersten Tor, welches wir haben geschossen, dann irgendwie meine Mannschaft war aufgeweckt und dann hat das Spiel gleich gemacht und selbstverständlich dann das zweite Tor. Ist immer in solchen Situationen ein psychologischer Vorteil für die Mannschaft, welche kommt von 0-2 auf 2-2. Und hat die Möglichkeiten dann sicher auch zum Sieg. Das kann passieren sofort. Und in Verlängerung, wissen Sie, das ist so eine, wie haben Sie jetzt mit diesem Schuss zwischen Leute fällt das 3-2. Das konnte auch auf der anderen Seite vorher, vielleicht ein paar Sekunden vorher passieren. Das heißt, im Ganzen muss ich schon sagen, es war ein super Spiel, spannendes Spiel. Ja. Wir haben verloren, aber ich musste schon sagen, wir werden versuchen, das fünfte Spiel bei euch sicher machen. Wenn uns Schiedsrichter und der Gegner spielen lässt, dann sagen wir, wir können alle deutlich schlagen. Und heute hat auch Schiedsrichter, sagen wir, war ein bisschen objektiver Schiedsrichter und so weiter. Der hat auch unser Spiel spielen lässt und deswegen kommt jetzt unsere Vorteile aus uns an, die läuferische und technische Vorteile aus uns an. Und ich stelle mir, sagen wir mal, was wir das erste Drittel gespielt haben, so stelle ich mir allgemein Eishockey vor. Und wenn man vernünftige Schiedsrichter allgemein hat, dann lässt er auch da kann man in Deutschland allgemein diese Art Eishockey spielen. Aber das liegt dann nicht in unseren Händen, da liegt in den Händen anderer Leute. Aber man hat erste Zeit noch hier gesetzt.